Herr Präsident, meine Damen und Herren, jetzt hoffe ich, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht denken, und das mit den Frauen machen sie jetzt wieder am Schluss der Woche. Wir hatten jetzt in der vorletzten Woche zur Primetime über Entgeltdiskriminierung von Frauen und Männern gesprochen. Insofern passt es jetzt heute schon. Worüber hatten wir gesprochen? Am Frauentag, am Equal Pay Day, dass wir eine Entgeltdifferenz zwischen Männern und Frauen von 21% haben, mittelbar und unmittelbar von 6%. Es gibt natürlich auch Leute, das haben die Diskussionen in den letzten Wochen gezeigt, die bestreiten das Problem. Es existiert gar nicht. Die andere Variante ist, man stellt sich diesem Problem, und ich habe mir gedacht, dass ich mich jetzt heute nicht wissenschaftlich oder ideologisch nähere, sondern vielleicht mal ganz praktisch anfange. Ich habe mal in den Tarifvertrag reingeschaut und ich habe mir den Tarifvertrag des Einzelhandels in Baden-Württemberg genommen. Da komme ich her, den kenne ich am besten. Und dann schaue ich rein und sehe, du hast Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, vielleicht auch Abitur, machst eine dreijährige Ausbildung und arbeitest dann als Einzelhandelskauffrau, dann bekommst du nach 6 Jahren Tätigkeit in etwa 2.600 Euro brutto. Gleicher Tarifvertrag, ich brauche Hauptschule, Realschule oder Abitur, lerne einen handwerklichen Beruf, dann habe ich nach 6 Jahren in dieser Branche, nach diesem Tarifvertrag, schlappe 300 Euro mehr. Das ist die mittelbare Diskriminierung. Dann gibt es noch die andere Geschichte. Das ist die, ich bin Buchhalterin oder ich bin Lohnbuchhalterin, dann bekomme ich nach diesem Tarifvertrag in etwa auch 2.900 Euro. Arbeite ich aber nicht im Einzelhandel, sondern in der Metallindustrie in Baden-Württemberg, dann bekomme ich als Buchhalterin oder Lohnbuchhalterin zwischen 3.100 und 5.000 Euro. Und dann haben wir wieder dieses Ding, dass in typischen Frauenbranchen für die gleiche Tätigkeit schlechter bezahlt wird als in typischen Männerbranchen. Um das geht es, darüber reden wir. Und dazu hatten wir am vergangenen Montag auch eine Anhörung im Ausschuss. Die Anhörung ist natürlich keine Evaluation des Entgeltgleichheitsgesetzes. Es gab auch Parteien, die haben dazu keine Sachverständigen geladen, weil sie das Problem ja komplett bestreiten. Aber ich fand die Anhörung insofern interessant, weil uns von den Sachverständigen da viel auf den Weg gegeben wurde. Das eine war, dass die Arbeitgeber eingefordert haben, eine gute Kinderbetreuung, damit man auch verlässlich erwerbstätig sein kann. Da, glaube ich, sind wir mit dem guten Kita-Gesetz schon einen Schritt weiter, als wir es noch vor einem halben Jahr waren. Wir haben auch gesprochen über das Verbandsklagerecht. Und natürlich ist es ein Elend. Solange ich das Gefühl habe, dass ich jede Frau, die individuell klagt, in Deutschland persönlich kenne, solange haben wir einfach ein Problem, weil die Frauen klagen einfach nicht. Ich bin bei einem Arbeitgeber beschäftigt, da geht mir es gut. Da werde ich ja nicht die Welt schalu machen, indem ich da diese Klage einreiche. Ja, das Verbandsklagerecht bräuchten wir. Ich erinnere mich an diese Schreinermeisterin, die bei der Uni Stuttgart beschäftigt ist. Sie kriegt mal 1.200 Euro weniger als ihr Kollege, der exakt das Gleiche arbeitet, hat Klage eingereicht und ist durchgereicht worden, weil die Richter beschlossen haben, das ist eine Eingruppierungsklage und diesen Diskriminierungstatbestand überhaupt nicht erkannt haben. Darum glaube ich schon, man braucht für solche Sachen ein Verbandsklagerecht. So, jetzt haben wir einen Koalitionsvertrag. Und der Koalitionsvertrag sagt, die erste Überprüfung des Entgelttransparenzgesetzes wird die Grundlage für die Entscheidungen über weitere Schritte sein. Die Evaluation läuft. Im Sommer 2019 sind wir damit fertig. Dann haben wir eine Grundlage dafür. Und deshalb werden wir heute die Anträge ablehnen. Aber wir können uns nach dem Sommer gern unterhalten. Und dann ist die SPD bei Verbandsklagerecht, Betriebsgröße, Ehegattensplitting und allem, was gesagt wurde am Montag, ziemlich klar in ihrer Haltung. Ich hoffe, wir kriegen den Koalitionspartner dann auch noch überzeugt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner hat der Kollege Thomas Ehorn, AfD-Fraktion, das Wort.